Der Nürburgring, so sagt man, sei ihre Hausstrecke. Der deutsche Rennsportmeister Klaus Ludwig fuhr im Training eine Zeit, die besser war als der absolute Nürburgring-Rekord für Tourenwagen. So spektakulär wie diese Zeit gestern, so unerwartet traf vor einiger Zeit die Branche seinen Wechsel von Porsche Cremer zu Zackspeed fort. Wir haben hier einen Vierzylinder-Motor, der natürlich an Leistung etwas weniger hat als die großen Konkurrenzmotoren. Wir haben etwa 550 bis 600 PS in diesem Motor. Dann ist noch zu sagen, dass das Fahrzeug aus einem Gitterrohrrahmen besteht. Dieser Gitterrohrrahmen gibt besondere Verwindungssteifheit und erlaubt extrem schnelles Kurvenfahren, was wiederum auch ein Vorteil ist gegenüber den letztjährigen Autos. Dann noch mal kurz darauf eingegangen auf unsere Tragflächen. Die Kotflügel, das sagt auch dieses Buch, sind vollkommen freigestellt. Jeder darf das Auto so gestalten, wie er es gerne möchte. Und eben in Auslegung dieses Reglements sind wir auch dazu gekommen, unser Heck etwas anders zu gestalten. Es besteht mittlerweile aus drei Teilen. Das ist einmal der Heckflügel und die zwei Kotflügelteile. Klaus Ludwigs Nacht- und Nebeltransfer initiierte unvorhergesehen eine neue Sportehe. Lancia und Hans Heyer. In diesem Jahr für Fiat Lancia. Das Auto ist von der Firma GS Tuning in Italien aufgebaut worden. Das Basisauto ist der Lancia Beta Monte Carlo. Hat einen querliegenden 1,4 Liter Mittelmotor, Turbolader und ca. 400 PS. Wir versuchen das Auto auf den neuesten Stand zu bringen hier und haben ein und wollen also vorne mitmischen, um also die Konkurrenz zu schlagen. Es ist also eine absolute Neukonstruktion und wir hoffen, hier erfolgreich abzuschließen. Die zweigeteilte Bundesliga des deutschen Motorsports hat also in dieser kommenden Saison einiges zu bieten. Neue Autos, schnellere Autos, Rückkehrer aus der Formel 1 und talentierte Aufsteiger. Außerdem im Starterfeld 5 ehemalige Rennsportmeister. Und das größte Geld, das je gezahlt wurde, 65.000 Mark pro Lauf. Die Topstars neben Ludwig in der großen Division, alle in privaten Porsche-Teams. Rolf Stommelen beispielsweise, der Routinier, der am vergangenen Wochenende für das Reinhold-Jüst-Team in Zolder siegte. Bob Wollek, der ewige Pechvogel dieser Meisterschaft, lacht und fährt auch 1980 nach einer Blitzentscheidung für das Gelo-Team. Nachfolger von Klaus Ludwig bei den Gebrüdern Cremer, dem dritten großen Bewerber, ist Axel Plankenhorn. Alle fahren unterschiedlich präparierte 800 PS Doppellader Porsche vom Typ 935. In der Division bis 2 Liter Hubraum, in einem BMW Schnitzer Turbo, der Fahrer am Volant, der dem Produktionswagensport seine größten Erfolge verdankt, Hans-Joachim Stuck. Um hier starten zu können, verzichtete er sogar auf einen zweifelhaften Formel-1-Vertrag. Stuck wird seine Konkurrenten auch unter den Newcomern suchen müssen. Klaus Niedwitz beispielsweise, der in Zolder überraschend die kleine Hubraumklasse gewann. Und die Meisterschaft will auch Harald Ertl, der Champ von 1978, ein Wort mitreden. Ertl fährt, wie Niedwitz schon, im zweiten Jahr den kleinen 450 PS starken Zackspeed Capri. Seine Sorge galt den Reifen an diesen beiden feuchten Trainingstagen in der Eifel. Reifen und das, was die Insider aerodynamische Hilfsmittel nennen, scheinen die Reizkarten im PS-Poker dieser Saison zu werden. Denn wo Gewichtsreduzierung und Leistungssteigerung an unüberwindliche Barrieren stoßen, macht die Aerodynamik es möglich. Am großen Capri entzündete sich der leidenschaftliche Streit, genauer gesagt am Heck. Flügel oder Kotflügel, Erich Zarkowski verteidigt seine Konstruktion. Wir haben alles genutzt, was bei Porsche vorne war. Die haben den Flügel auch geändert, weil die den Motor hinten haben und wir haben den Motor vorne und wir haben uns bei diesem Auto dann hinten den Flügel geändert. Vielleicht kann man den mal kurz abmachen. Und laut Gesetz ist es so, dass der Kotflügel absolut freigestellt ist. Und wir haben das voll genutzt, weil wir von vornherein unterlegen sind mit diesem Auto und in der großen Division ja fahren. Da haben wir das Reglement voll ausgeschöpft. So, und das ist wie gesagt für uns ein Kotflügel und das ist der Flügel. Man sagt, es wäre ein kompletter Flügel, das ist es nicht. Das kann man jetzt auch deutlich sehen. Die Konkurrenten sehen das anders. Nicht etwa erlaubter Kotflügel, sondern verbotener Superspoiler. Erwin Cremer formuliert das so. Nun, ich glaube, dass das unumwunden als Heckspoiler oder als Flügel betrachtet werden kann. Es wird also enorme Vorteile bringen, vor allen Dingen hier auf dem Nürburgring.
Und zwar kann man das in Sekunden ausrechnen. Es wird also in Zoldern hat es eine halbe bis eine Sekunde gebracht. Auf dem Nürburgring wird es mindestens 4 bis 5 Sekunden bringen. Die Meisterschaft hat also ihren alljährlichen Streit. Auf ihn können Tausende von Zuschauern hier am Ring genauso sicher vertrauen wie auf schlechtes Eifelwetter. Die Flügelaffäre wird vom Sportgericht in einigen Wochen entschieden. Das Wetter aber bleibt weiterhin jedem Zugriff entzogen. Der Nürburgring heute Mittag. Im Start- und Zielbereich Tausende von Zuschauern, insgesamt waren es 40.000. Beide Divisionen werden in einem Lauf mit einer Zeitverzögerung von 3 Minuten gestartet. Fliegen wie in Indianapolis. In der ersten Reihe die beiden Trainingsschnellsten links, der Ford Capri von Klaus Ludwig. Dahinter, fast schon im Windschatten, Bob Wolleck im Gelo Porsche. Reihenfolge in der Südkehre, ein Ford Capri, danach 3 Porsche und ein BMW. Klaus Ludwig vor Bob Wolleck, Rolf Stommelen, Axel Plankenhorn und Manfred Winkelhock, der vorbehaltlich einer späteren Entscheidung des Sportgerichts fährt, weil er gestern unter der gelben Flagge noch 5 Konkurrenten überholt hat. Drei Minuten später wird von Rennleiter Schatz die kleine Division, die Klasse bis 2 Liter Hubraum, freigegeben. Auf der Anfahrt zur 500 Meter entfernten Südkehre 28 Starter. Hans-Joachim Stuck im Schnitzer BMW führt das Feld an. Dann Harald Ertel im Zackspiel Capri, Hans Heyer mit dem neuen Lancia Beta und Klaus Niedwitz, der Sieger der Kleinen in Solda, ebenfalls Capri. 6 Runden sind zu fahren, das sind 137 Kilometer. Eine Distanz, die verkürzt worden war, weil einige Porsche-Fahrer Treibstoffprobleme bei einem 7-Runden-Wettbewerb befürchten mussten. Unser Interesse soll zunächst der großen Division gelten, seit Jahren eine sichere Bank der privaten Porsche-Teams. Klaus Ludwig am Flugplatz, immer noch vorn, ein Ford dirigiert die Porsches, macht überraschend die Musik an der Spitze des Feldes. Der Meister der vergangenen Saison wird wohl auch in den 11 weiteren Rennen dieses Jahres mehr Gejagter als Jäger sein. Dafür wird die Armada der 700 bis 800 PS starken Nachbarn schon sorgen. Doch diese Rolle scheint dem 30-jährigen Rheinländer offensichtlich weit besser zu liegen als die beängstigende Erfolgsserie von 1979, als er 10 von 11 möglichen Meisterschaftsläufen gewann. An der Antoniusbuche bei Tempo 280 überholt Rolf Stommelen, der Sieger von Zolder, den Capri noch vor Ablauf der ersten Runde. Der Jäger liegt jetzt vorn, dahinter ein weiter Abstand. Nicht von ungefähr. Es war eine der ereignisreichsten Eröffnungsrunden in der Geschichte der deutschen Rennsportmeisterschaft. Bob Wolleck am Bergwerk von der Piste gerutscht, Axel Plankenhorn und Edgar Dören verstrickt in einer Kollision am Pflanzgarten. Eine Unfallserie, von der, wie sich später herausstellte, auch Rolf Stommelen und Klaus Ludwig indirekt betroffen waren. So schoben sich auf Rang 3 und 5 ganz überraschend 2 BMW M1, gesteuert von Manfred Winkelhock und Helmut Kellners. Dazwischen als Sandwich der Hamburger Volkert Merl, ein Teamgefährte Rolf Stommelens, ausgeschieden also 3 favorisierte Porsche. Rolf Stommelen am Ende der 2. Runde souverän an der Spitze. Der Capri kämpft mit Problemen, das ist deutlich zu erkennen. Wenig später muss Klaus Ludwig zum Entsetzen seiner Crew an die Boxen. Diagnose am Super Capri: stark beschädigte Bodenplatten und Aufhängungselemente. Ursache: ein Ausrutscher am Pflanzgarten, als er auf der Schmutzspur der Porsche-Fahrer Dören und Plankenhorn die Piste verlassen musste. Um es vorwegzunehmen, nach etwa 5-minütiger Pause kehrte Ludwig ins Rennen zurück und wurde schließlich noch 5. Doch auch Rolf Stommelen, inzwischen mit weitem, weitem Abstand Spitzenreiter, wird hier kurz vor Breitscheid langsamer. Stommelen wird so langsam, dass Manfred Winkelhock im gelben BMW M1 des Cassani-Teams an ihm vorbeigeht und, das kann man als Sensation betrachten, die Führung in einem Wettbewerb übernahm, den Porsche und Ford eigentlich unter sich ausmachen wollten. Stommelen also jetzt an der Box, auch er war offensichtlich an der Pflanzgartennummer in der ersten Runde mitbeteiligt gewesen. So fuhr Manfred Winkelhock gelassen einem Sieg entgegen, der in dieser Phase nie in Gefahr war. Auf den weiteren Plätzen der ersten Division Volkert Merl, Rolf Stommelen, Helmut Kellners und Klaus Ludwig. Die Story der kleinen Division ist schnell zu erzählen.
Nach einem Boxenstopp des bisherigen Spitzenreiters Hans-Joachim Stuck führte Harald Ertl mit seinem Zackspeed Capri von der dritten Runde an zunächst ein hautnahes Duell mit Hans Heyer im Lancia, das beide vielleicht an die Zeiten erinnert haben mag, als sie noch im gleichen Team fuhren. Gegen Ende des Rennens aber setzte sich dann doch die motorische Überlegenheit des Capri von 450 zu 400 PS durch. Und Heyer fiel zurück. Sieger also bei den Kleinen Harald Ertl, der Meister von 1978. Aber auch Hans Heyer hat allen Grund zur Freude. In zwei Rennen zwei zweite Plätze und in der Gesamtwertung hinter Stommelen ebenfalls Zweiter. Da freute sich sogar sein ehemaliger Teamchef.